Herzlich willkommen zu dieser Silvester-Meditation, indem du dir nochmal ganz bewusst 10 Minuten für dich und den Abschluss dieses Jahres Zeit nehmen kannst. Zeit für Dankbarkeit, für Wertschätzung und Hoffnung für das neue Jahr 2023. Möchtest du im neuen Jahr gerne regelmäßiger meditieren? Möchtest du dir öfter Zeit für dich und für Entspannung nehmen? Dann nutze meine Meditationskurse, mit deren Hilfe du dir deine Meditationsroutine in 6 Wochen schaffen kannst. Es gibt in jedem der 3 Meditationskurse, die aufeinander aufbauen, 6 Module mit verschiedenen Meditationen und hilfreichen Tipps für deine Meditationsroutine. Perfekt auf deinen Mama-Alltag abgestimmt mit Kurzmeditationen, die super in dein stressiges Leben passen. Unter dem Video findest du einen Link, der zu meinen Meditationskursen führt. Ich wünsche dir viel Spaß damit und damit eine tolle Meditationszeit 2023. Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe. Und schließe deine Augen. Atme zu Beginn 3-mal tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten. Und lang wieder ausatmen und loslassen. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und loslassen beim Ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem, beim Ein- und Ausatmen, ein und aus, ein und aus. Und spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Atem unterstützt dich dabei, dich zu entspannen, alles loszulassen und jetzt in diesem Moment zu sein. Sollten Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lass sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann wieder auf deinen Atem und meine Stimme. Zähle nun einmal in Gedanken 5 Dinge auf, für die du in diesem Jahr 2022 dankbar sein kannst. Das können Menschen sein, Dinge, Erfahrungen, die du gemacht hast oder Herausforderungen, die du überwunden hast. Was sind die 5 Dinge, für die du in diesem Jahr dankbar bist? Formuliere: Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für. Und spüre, wie die Dankbarkeit deinen ganzen Körper flutet, wie dein Herz aufblüht, und du dich einfach glücklich und wohl fühlst. Und sieh, wie viel Wundervolles trotz allem in 2022 für dich da war. Wie viele wundervolle Dinge und Menschen und Erfahrungen es gibt, für die du in diesem Jahr dankbar sein kannst. Nun möchte ich, dass du dich selbst wertschätzt. Für alles, was du in diesem Jahr geleistet hast. Für jeden Fehler, aus dem du gelernt hast. Für jede Herausforderung, die du überwunden hast.
Wertschätze dich für jede kleine Aufgabe des Tages. Wertschätze dich für deine Leistungen. Auch die kleinen, die unbemerkten, die niemand sieht. Schenk dir selbst die Wertschätzung, die du dir manchmal gern von anderen wünschst. Sieh selbst, was du die letzten Tage und Wochen, das ganze Jahr über geleistet hast, was du alles getan hast. Geh jetzt in Stille, in Gedanken für eine Minute all das durch, wofür du dich wertschätzen kannst. Danke dir für deine Stärke, für die Liebe, die nie erloschen ist. Wertschätze dich für die Tonnen Wäsche, die du das ganze Jahr über gewaschen hast. Sei dir selbst dankbar dafür, dass du nie aufgegeben hast. Wertschätze jede Herausforderung, die dir dieses Leben, dieses Jahr gebracht hat. Und sieh, dass du es überwunden hast. Du bist immer noch hier. Du bist immer noch da. Stärker als zuvor. Wertschätze, dass das deine Leistung ist. Dass du das erreicht und geschafft hast. Dass du durchgehalten hast, dass du gekämpft hast. Du bist daran gewachsen. Du bist stärker als vor einem Jahr. Das Jahr 2022 hat dich stärker gemacht. Wertschätze dein Wachstum. Wertschätze alles, was du in diesem Jahr geleistet hast. Und wir wollen mit Hoffnung in das neue Jahr 2023 starten. Wir wollen voller Hoffnungen ein neues Jahr beginnen. Du hast gesehen, wie schwer dieses Jahr war, aber auch, dass es viele Dinge gibt, für die du dankbar sein kannst. Du hast gesehen, wie viel du geleistet hast. Und dich dafür wertgeschätzt. 2023 kann noch mehr Dinge für dich bereithalten, für die du dankbar sein kannst. 2023 kann die Veränderungen bringen, die du dir so sehr wünschst. Hoffe auf ein gutes Jahr 2023. Ich bin voller Hoffnung. Ich empfinde tiefen Frieden mit mir und dem Leben. Denn das Leben ist immer für mich. Und ich bin für mich da. Ich bin stark. Ich bin gewillt, mein Leben zum Positiven zu verändern. Ich nutze die Chancen dieses neuen Jahres. Ich bin es mir wert, für mich und meine Wünsche einzustehen. Ich bin voller Hoffnung, dass ich meine Ziele und Pläne für das neue Jahr umsetzen werde. Denn ich bin es mir wert, für mich zu kämpfen, für mich einzustehen. Ich bin wundervoll und ich liebe mich. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und ich muss nichts leisten, um geliebt zu werden. So wie ich bin, bin ich genau richtig. Ich bin liebenswert und ich liebe mich selbst aus tiefstem Herzen. Und ich
Ich bin voller Hoffnung auf ein wundervolles Jahr 2023. Und nun wird es Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal ganz tief in den Bauch ein, nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Und dann wünsche ich dir einen magischen Start ins Jahr 2023.